Nächster Redner kommt von der ÖVP. Es ist Andreas Hanger. Er hat ja Wolfgang Gerstl im Ibiza- und U-Ausschuss als Vertreter der ÖVP beerbt. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundeskanzler, werte Mitglieder der Bundesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hohes Haus. Frau Klopfer, ich möchte Ihnen ausrichten, für mich ist es ja gar nicht so relevant, ob Sie eine gute oder eine schlechte Rede halten. Aus meiner Sicht war das wieder eine sehr schlechte, weil Sie haben in Ihrer Partei ja sowieso nichts zu sagen. Also insofern ist das nicht sonderlich relevant. Zum Herrn Kollegen Greiner, aus meiner Sicht war das wieder eine Märchenstunde, wie wir es aus dem Untersuchungsausschuss kennen. Recht für mich ist es nicht. Ich sage ja seit Wochen, wir haben keinen Erkenntnisgewinn dort. Seine Aussagen haben das wieder einmal mehr bewiesen. Wir diskutieren zum 25. Mal die Schrede-Affäre. Und ich möchte die Schrede-Affäre kurz aufgreifen, weil ich dadurch wirklich sehr gut aufzeigen kann, wie mit Auskunftspersonen dort umgegangen wird. Schrede-Affäre. Wir wissen, die Staatsanwaltschaft hat längst eingestellt. Die haben die Ermittlungen eingestellt. Was passiert? Immer die, die nach der unabhängigen Justiz rufen, nämlich die Frau Grisper und Herr Greiner, können das natürlich nicht akzeptieren. Sie müssen neuerlich eine Anzeige einbringen. Dann wird die Auskunftsperson in den Ausschuss geladen, die angezeigt worden ist. Die wird dann befragt und diese Person entschlägt sich natürlich. Das ist ein Grundrecht. Und dann kommen wieder heftige Proteste, dass sich die Person dieser Aussage entschlägt. Und wissen Sie, was der Gipfel war? Und das möchte ich an den Abgeordneten Greiner richten. Ich sage Ihnen, die erste Fragerunde, die erste Befragung hat 2 Stunden gedauert. 2 Stunden. Da hat nur der Herr Kollege Greiner gefragt. Und ich erinnere mich noch an sein süffisantes Lächeln nach der Befragung. Ha, ich habe jetzt jemanden 2 Stunden befragen können. Wir haben keinen Erkenntnisgewinn. Ein deutliches Zeichen dafür, dass es nur um Unterstellungen geht, dass es nur darum geht, jemanden fertig zu machen. Und ich habe auch mit dieser Person gesprochen danach. Da ist man 3 Tage danach noch in einem Ausnahmezustand, weil es ganz einfach ungerecht ist, dass die Auskunftsperson unter strenger Wahrheitspflicht ist. Der muss dort wahnsinnig aufpassen, dass er sich nicht in Widersprüche verheddert. Das ist nämlich das einzige Ziel dieser Befragung. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und der Abgeordnete Greiner darf dort alles. Er darf dort die Unwahrheit sagen, er darf unterstellen, er darf beleidigen. Also das würde man schon wünschen, eine Geschäftsordnungsdebatte, wo man diesen Gleichstand ein bisschen zumindest herstellen könnte. Vielleicht auch zur heutigen Sondersitzung, das finde ich schon bemerkenswert. Die Opposition haben zu einer Sondersitzung geladen. Ja, das ist ihr gutes Recht. Aber 14 Abgeordnete der Opposition kommen nicht einmal. 15 höre ich gerade. Ich meine, Sie reden davon, dass man das Parlament ernst nehmen soll. Da würde ich schon einladen, dass auch die Abgeordneten auch ins Parlament kommen, wenn Sitzungen sind. Das wird ja wohl nur das Mindeste sein, das man verlangen darf. Ich hätte noch so viele Themen, die ich gern berichten würde über die Frau Grisper, ihr unmögliches Verhalten im Untersuchungsausschuss. Wie mit Danke noch einmal, dass Sie das Dossier aufgegriffen haben. Das ist ja bester Beweis dafür, mit welchen Unterstellungen, Untergriffen, rhetorischen Fallen hier gearbeitet wird. Aber ich möchte mich auf etwas zuwenden, das, glaube ich, die Österreicherinnen und Österreicher wirklich interessiert. Nämlich, dass wir Gott sei Dank sehr gut aus der Corona-Pandemie kommen. Ich möchte ausdrücklich festhalten, wir sind beim Testen Weltmeister. Und die Strategie, die federführend vom Herrn Bundeskanzler angetrieben worden ist, testen, 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 ist ein Erfolgsgarant. Das muss man und kann man nicht oft genug sagen. Zum Zweiten, und das ist auch der Initiative des Bundeskanzlers zu verdanken, wir sind beim Impfen jetzt ganz vorne. Wir sind in den Top 3 beim Impffortschritt in Europa. Das ist ein großer Erfolg und ermöglicht uns auch, dass wir jetzt bald, so wie es ihm angekündigt war, ins normale Leben zurückkehren können. Das ist ein großer Erfolg. Die Infektionszahlen, sind niedrig. Das ist ein großer Erfolg und wir können als eines der ersten Länder in Europa endlich diese Öffnungsschritte setzen. Und zum Abschluss richte ich einen Appell, halten wir doch zusammen in dieser Republik. Wir haben so viele Aufgaben vor uns. Wir müssen den Arbeitsmarkt ankurbeln. Wir müssen schauen, dass das Vereinsleben wieder in die Höhe kommt. Und da möchte auch bei dieser Gelegenheit wirklich auch allen danken, die dazu beitragen, die Bundesregierung, die Länder, die Gemeinden, viele Institutionen, die dazu beitragen. Nur die Opposition macht das heute leider nicht, aber das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank.
Andreas Hanger war das von der ÖVP, ist Vertreter der Volkspartei im Ibiza-Untersuchungsausschuss und er redet lieber über das Impfen, wo Österreich Weltmeister sei, als über den U-Ausschuss, denn dort würden Auskunftspersonen fertig gemacht, sagt er.